Guten Morgen, Freunde der gepflegten Deadbait-Angelei. Ich bin wieder am Wasser und wir machen heute Teil 2 Selbsthakmontage. Jetzt werdet ihr euch fragen, wieso Teil 2? Ganz einfach erklärt, wir legen jetzt gleich mit der Spomp bei beiden Routen einen schönen Futterplatz an, einen schönen großflächig, mit ganz kleinen Stücken, damit ich eine riesen Stinkewolke ins Wasser quasi reinkriege, aber die Fische nicht satt mache. Die fressen wenig schon und springen drauf an. Wie das mit der Spomp funktioniert, habe ich letztes Jahr in einem Blog gezeigt. Wer es nicht gesehen hat, kann da gerne mal reinschalten. Damit präparieren wir uns also jetzt gleich jede Route. Eine tief, eine flach. Ich denke mal, wir werden mal eine Route auf 5 Meter fischen und eine nur so auf 2. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und dann legen wir da mal in dem zweiten Teil der Selbsthakmethode die Waterwolf auf eine Route drauf, damit ihr einfach mal seht, wie schnell im September und im Oktober sich die Fische so eine ganze Makrele wegholzen. Und ich bin da recht zuversichtlich, dass wir da Bisse drauf kriegen werden. Es ist immer sehr schwer mit der Waterwolf, weil durch das Gewicht, was die mitziehen müssen, lassen die auch gerne mal wieder los. Aber das sollte eigentlich funktionieren, weil so wie die da im Moment draufdübeln, mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Und selbst wenn sie wieder ausspucken, haben wir aber dann drauf, wie schnell die Makrele weg ist. Und ja, stoppt einfach mal die Zeit. Wenn ihr ein Unterwasservideo jetzt da eingeblendet kriegt, wie viele Sekunden er braucht, bis so eine ganze 25, 30 cm Makrele weg ist. Oder stoppt einfach mal die Sekunden, wie lange es ungefähr dauert, bis der erste Drilling schon greifen würde. So, ich mache die Routen jetzt klar. Ich habe mir nicht gerade noch keine im Wasser, ich bin echt fickerig. Und dann fischen wir einfach eine Runde. Bis später. Da, guckt euch das an. Funktioniert einfach mega. Natürlich habe ich hier richtig große Fische mit einem richtig großen Maul. Aber das funktioniert auch bei kleinen. Da muss ich halt
auf mein Gewässer die Köderfischgröße anpassen. Ja, das ist schon. Und wenn man jetzt hier reinguckt, ich habe jetzt keinen Weitwinkel an, dann ist das schon eine ordentliche Luke, ne? Also das ist Gewicht, Freunde. Da kommt Freude auf. Ich habe die Ellbogen auf die Knie. Kein Weitwinkel, kein Fischei. Guckt euch das Kalb an. Farbe könnte aufgrund der untergehenden Sonne gerade ein bisschen scheiße sein, aber ist das ein geiler Fisch oder ist das ein geiler Fisch? Alter Schwede, ey. Mann, Mann, Mann. Ich liebe diese Angelei. Ich liebe sie einfach. Voll geil. Und ich glaube, hätte ich jetzt wieder nicht ohne Selbsthakmethode gefischt, wäre das Ding auch eine ganz klare Operation geworden. Alter. So, da sind wir wieder. Was ich euch auf jeden Fall noch zeigen wollte, ist, ihr kriegt ja Köderfische in diesen vakuumierten Paketen. Und hier ist, ja, meine Hände haben schon ein bisschen gelitten. Und hier ist dieser schöne, blutige Makrelensaft drin. Ihr müsst die dann einmal aufmachen hier, dass hier Luft reinkommt. Und dann sammelt sich der hier unten schön drin. Also die sind jetzt quasi aufgetaut und quasi in dieser Suppe eingelegt. Und dann mache ich das immer ganz gerne, dass ich mir hier eine Spritze aufziehe. Dann hier reinsteche. Vorführeffekt. Und mir dann das Zeug wenn sie jetzt mal keine Luft ziehen würde. Das Zeug hier in die Spritze ziehe. Und dann jag ich das Zeug wieder in die Makrelen rein. Das ist ein richtig, richtig geiler Booster. Geiler geht's eigentlich schon gar nicht. Probieren das Ganze jetzt nochmal. Ja, und so fange ich meine dicken Fische relativ gut. Der natürlichste Lockstoff, den es gibt. Geilomat. Ja, da kommt der nächste direkt hinterher. Also langsam wird es ein bisschen stressig. Aber ich habe auch ordentlich angefüttert und hätte nicht gedacht, dass das jetzt schon so funktioniert. Aber man sieht im Vergleich zu dem Fisch gerade den Unterschied, dass die meisten echt noch einfach dünn sind. Das sieht man jetzt bei dem auch wieder, direkte Vergleich. Das ist schon wieder ein anderes Format, ne? Lang ist er, keine Frage. Aber vom Gewicht her im Vergleich zu eben eine ganz andere Hausnummer. Aber richtig schöner. Geiler Fisch. Boah, ist das ein geiles Wochenende, ist das eine geile Angelei. Mann, 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 ey. Ich komme nicht mehr zum Pennen, weder am Tag noch in der Nacht. Ich habe das ja gerade immer so geliebt, so beim Deadbaiten. Meistens hast du so dieselben Beißzeiten. Dazwischen kannst du dich mal ordentlich aufs Ohr hauen. Aber das funktioniert dieses Wochenende mal überhaupt gar nicht mehr. Weder im Hellen noch im Dunklen. Jetzt lag ich gerade 5 Minuten in der Penntüte drin und wieder raus. Ich bin mal gespannt, wie das mal weitergeht. Auf jeden Fall, die ist jetzt schon mal wieder richtig rund. Das ist echt erstaunlich und interessant, dass manche Fische
dünn sind wie ein Pfeil, wogegen andere schon fast doppelt so breit sind. Du bist aber nur ganz schön zickig. Also, die ist schon mal wieder nicht schlecht hier. Die ist wirklich nicht schlecht. Da merkt man auch direkt das Gewicht, was auf die Knie drückt hier. Ja, diesmal in Night Vision. Wo ist eigentlich Timo, wenn man ihn braucht? Der liegt bestimmt bei seiner Frau wieder gerade im Bett oder auf faul auf der Couch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, Timo soll mal seinen Arsch wieder zum Wasser bewegen. Ich kann das hier nicht immer alleine machen. Ne, Timo? So, ja, ich weiß auch nicht. Es läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Also packen wir den Meter hier auch wieder zurück. Sieht man ja wohl. Ich messe ihn gar nicht. Also der wird irgendwo zwischen 1,3 und 1,5, denke ich mal. Ich will jetzt auch echt mal pennen, ey. Guck mal, wie das mit dem Anfüttern funktioniert, was er mir hier in meine Abhackmatte gekotzt hat. Die Rotaugen habe ich gestern Abend angefüttert. Und da hat er mir noch einen Makrelenkopf ausgekotzt. Und da hat er sich meine Makrele reingehämmert. Volles Mett. Ja, da das so wunderbar funktioniert mit dem Anfüttern, hauen wir gleich mal noch eine Kelle hinterher. Also ihr seht das hier, ich erzähle euch keinen Scheiß. Hier sind wieder Köpfe und Schwanzstücke drin, Mittelstücke. Und da er sich da gerade ordentlich was weggepickt hat, haue ich jetzt ein bisschen was hinterher. Funktioniert ja astrein. Wieder auf dem Futterplatz rechts im Tiefen gebissen. Flache Rute auf 2 Meter läuft gar nicht. Das war übrigens die Rute, wo ich gerade noch eine Spomp hinterher gefeuert habe. Also braucht keiner sagen, anfüttern funktioniert nicht. Ihr seht es ja gerade hier live mit mir am Wasser, wie das funktioniert. Ja, da sind wir wieder. Es regnet immer noch. Egal, müssen wir durch. Geiles Brett. Mal wieder. Mann, 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 ist das eine geile Angelei. Sternstunden am Wasser nennt man das. Ja, wie ihr seht, ich habe eben noch eine Spomp hinterher gehauen, wieder auf dem Futterplatz drauf und ja, halbe Stunde, der nächste, wieder so ein Schiff. Also irgendwie, da kommen überhaupt gar keine kleinen, da kommen nur Bretter. Wahnsinn. Wahnsinn. Also eins könnt ihr mir glauben, nach den 2 Tagen hier bin ich erstmal fix und foxy. Ich glaube, da muss ich erstmal einen Forellenpuff ein bisschen entspannen. Alter, nee. Ja, alles hat ein Ende. Es ist wieder soweit. Jetzt gleich hier das ganze Zeug wieder zusammenpacken. Über 2 Wiesen latschen, diesen ganzen Scheiß ins Auto stopfen. Aber es war richtig geil, Freunde. Wir haben ein paar richtig dicke Ausnahmefische und ein paar richtig geile Aufnahmen gemacht. Ja, und wenn ihr wollt, dann schaltet ihr das nächste Mal einfach wieder ein. Wie gesagt, ihr findet uns auf Facebook, neuerdings auch auf Instagram. Webseite haben wir leider geschlossen, weil irgendwie war das nur Kostenfresserei. Ist auch nicht mehr zeitgemäß. Also Instagram oder Facebook, wenn ihr eine Frage habt.
Und ansonsten könnt ihr da unten gerne das Abonnieren klicken, dann werdet ihr über neue Videos auch immer informiert. Ja, Like könnt ihr auch gerne da lassen. Und ja, ich denke mal, wenn ich das Ganze jetzt im Auto habe, dann werde ich mir mal noch eine ordentliche Frikande reinziehen. Und eigentlich sollte genau jetzt einer beißen, weil das immer so der Abspann ist. Und wenn ich fertig bin, läuft einer ab. Aber es wird wohl wahrscheinlich heute wieder genauso sein. Oder es kommt halt gar nichts mehr. Ist auch egal. Ich hau jetzt ab. Fang ein paar geile Fische. Wir sehen uns.